Ja, bitte begrüßen Sie mit mir den Regisseur, der es nach langer Odyssee heute mit der Deutschen Bahn geschafft hat zu uns, Philipp Gröning. Einen herzlichen Applaus, schön, dass Sie hier sind. Und Carsten Vesarius von der IPD Film. Ja, einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Sie haben gerade die Frau des Polizisten gesehen, ausgezeichnet in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury. Die Hauptdarstellerin ist dann später auch nochmal ausgezeichnet worden, Alexandra Finder, in Sevilla, glaube ich. In Sevilla und in Vilnius jetzt gerade. Ja. Es gibt eine Menge Fragen. Ich habe es mir so vorgestellt, wir machen drei Teile. Erster Teil ein Gespräch zwischen Philipp Gröning und mir. Zweiter Teil öffnen wir das dann ins Publikum. Da können Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Reaktionen äußern. Und ein dritter Teil habe ich mir gedacht, dass wir nochmal sprechen über die Situation des deutschen Films. Direkt nach dem Film ist es wahrscheinlich erstmal überhaupt schwer, was zu sagen und genau, zu fragen. Genau, deshalb fangen wir einfach an. Ich fange mal an. Ich weiß, dass du ohne Drehbuch angefangen hast zu drehen. Warum hast du diese Form des Zugangs gewählt? Na, man muss dazu wissen, ich habe ja eigentlich immer ohne Drehbuch gedreht, außer ein einziges Mal mit Drehbuch bei L'Amour, l'Argent, l'Amour. Terroristen ist auch nur ein zwei-, dreiseitiges Exposé. Sommer ist drei Seiten Exposé. Ich glaube eigentlich als Regisseur, dass du nicht ein Drehbuch brauchst. Du brauchst sozusagen eine Geschichte und musst wissen, was das Spannungsfeld ist, von dem du erzählst, und musst reagieren können relativ genau auf das, was passiert beim Drehen mit den Schauspielern, mit den Räumen. Wobei ich immer sehr genaue Raumvorstellungen habe. Ich habe mir immer schon bei allen Filmen eigentlich die Räume bauen lassen, obwohl ich dann wiederum nicht genau wusste, was für Szenen da drin stattfinden. Und hier ist es nochmal speziell, weil ich glaube, wenn du mit einem ganz kleinen Kind drehst und du schreibst vorher alles auf, dann gibt es keinen Weg, wie du es vermeiden kannst, dass es alles ultra kitschig wird. Weil man stellt sich dann immer vor, wie das Kind dann, keine Ahnung, beim Zähneputzen Folgendes sagt. Und dann ist es ganz schwierig, sich von der Vorstellung zu befreien. Es ist viel besser, das gar nicht erst zu haben. Hat das vielleicht auch was zu tun mit einer bestimmten Wahrheit des Spielens oder des Erzeugens der Geschichte? Spielt so eine Vorstellung eine Rolle? Also nicht sozusagen sich ans Papier zu binden und so? Also erstens hat das Papier ja immer die Folge, dass man sozusagen anfängt, ganz dramaturgisch zu denken. Das sieht man ja in den ganzen deutschen Filmen, sieht man auch vor allen Dingen im Fernsehen natürlich. Du hast sozusagen, wenn du das liest, dann hast du das Gefühl, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen was, wo es konfliktreicher wird, oder jetzt brauche ich nochmal eine Gegenfigur und so. Und dann beginnt man auf die Konstruktion hin, alles zu denken. Aber Film ist ja nicht Erzählung eigentlich, sondern eigentlich ist Film einfach ein Raum, in dem es ist schwarz und dunkel und still. Und da werden dann sozusagen einzelne Bilder und Töne gezeichnet. Das heißt, Film ist ja vor allen Dingen ein sinnliches Erlebnis. Und wenn man zu sehr von Drehbüchern ausgeht, entsteht was anderes, dass man als Regisseur die Forderung hat, dass die Sinnlichkeit der Bilder, der Schauspieler und so weiter, alles nur der Geschichte dienen soll. Und das ist eigentlich eine fundamentale Verarmung dessen, was das Medium sein kann. Ja, man könnte ja auch sagen, also jedenfalls ist es so ein Eindruck, den man nicht nur von diesem Film, sondern auch schon von deinem allerersten, Sommer heißt der, 86, glaube ich, gedreht. Auch mit einem Kind, auch ohne Drehbuch. Kind, genau, mit einem autistischen Kind in dem Fall. Also ein Kind, der ein autistisches Jungen spielt, der war natürlich nicht autistisch, klar. Genau. Und ich habe das jetzt gesehen mit dem Freund, der sehr viel Ahnung von der Arbeit mit autistischen Kindern hat und überhaupt mit traumatisierten Kindern, also. Und war außerordentlich beeindruckt von der Intensität halt, mit der dieses Thema, diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind da
dargestellt wird und auch das Kind selbst, also das Verhalten des Kindes. Und das hat zu tun, denke ich, halt mit bestimmten Intensitäten, die du tatsächlich erzeugen kannst in deiner Art des Arbeitens mit Filmen. Danke. Ich frage gleich weiter nach einem ganz anderen Element, nämlich einem sehr stark formalen Element, was den ganzen Film sehr stark strukturiert und formalisiert, nämlich mit der Einteilung in Kapiteln und der Trennung durch Schwarzblenden und Auf- und Abblenden und so. Ja, das ist ja so ein kleiner Apparat, der zwischendurch immer sozusagen seinen eigenen Auftritt hat. Warum hast du das gemacht? Das ist halt wirklich merkwürdig und schwer, das zu erklären. Einerseits ist es so, ich arbeite in so einem Fall ohne Drehbuch, und andererseits ist es so, dass es immer so, in einem Moment alle wesentlichen Elemente einer neuen Filmgeschichte einfallen. Und in dem Fall saß ich einfach auf einer Treppe in Italien da, und da war mir klar, ich mache einen Film über diese Liebe zwischen Mutter und Kind und über Gewalt zwischen Mann und Frau, und der Film wird getrennt sein in Kapiteln Anfang, Ende, und es wird gesungen werden und es werden Tiere vorkommen und es wird einen Fuchs geben. So. Bis ich dann herausgefunden habe, warum mir das alles in einem Moment so einfiel, das hat dann sehr lange gedauert, weil ich sehr viel recherchiert habe. Aber merkwürdigerweise war diese Kapitelteilung von Anfang an Teil des Konzepts, und zwar auch dieses Ding, nur numerische Titel, also wirklich so in dem ersten Skizzenpapier steht Kapitel N, und dann kommt das nächste Kapitel N plus 1, richtig so mathematisch, und mit immer Ende und Anfang. Im Nachhinein denke ich, es hat was damit zu tun, dass ich einerseits nicht wollte, dass man in so ein Sozialdrama reinfällt, was ja so eine klischeebelastete Gattung ist, und dann wollte ich, dass du als Zuschauer zwischendurch so eine Mischung hast aus einer Ausruhpause und eine Zumutung. Das ist ja beides. Es geht einem ja auch wahnsinnig auf die Nerven, dass man denkt, okay, ich weiß ja, dass nach 7 wahrscheinlich 8 kommt. Okay, habe ich verstanden. Trotzdem ist es aber so ein kurzer Moment, wo du ganz, ganz stark angesprochen wirst als rationales Wesen. Und wo du eigentlich auch immer wieder darauf aufgefordert wirst, zu denken, ja, dazu muss man jetzt auch was denken zu dem, was man da gerade gesehen hat. Da reicht es nicht nur zu sagen, tut mir alles wahnsinnig leid, was da geschieht, ist ja alles ganz schrecklich. Weil das ist ja keine Haltung, in der man wirklich urteilsfähig bleibt. Also macht diese Titeleinteilung, das wurde dann klar beim Schneiden, wir haben irgendwann mal die Kapitel alle rausgeschmissen und haben gemerkt, dann hältst du den Film echt nicht aus ohne die Kapitel. Du fängst dann an, dich zu sträuben gegen eine emotionale Eintauchbewegung, weil du einfach keine Luft mehr kriegst. Und so sind die Titel da, wo du doch ein bisschen Luft kriegst zwischendurch, auch wenn es einem auf die Nerven geht. Es ist ja auch ein literarisches Element, denn Kapitel ist eigentlich nicht eine filmische Idee, ja? Also, sondern man spricht von Akten oder was weiß ich, ja, also all das, aber es ist tatsächlich sehr eigenwillig und eigentlich habe ich es als literarisch empfunden, das heißt sozusagen eine Stütze einer anderen ästhetischen Form. Ja, ich bin ja eh nicht auf Film sozusagen festgelegt, aber das ist auf jeden Fall, es kommt vielleicht auch vom Theater eher, also ich wollte auch von Anfang an, dass dieser Film als Parabel wahrgenommen wird, dass du nicht das Gefühl hast, also sozusagen grundsätzlich gesagt, ich glaube, es gibt ein großes Problem in der normalen Dramaturgie, dass die, also das ist jetzt zu radikal formuliert, aber die normale Dramaturgie ist eigentlich wie so eine Art Entsorgungsapparat, ja? Also man fühlt sich ganz grauenhaft betroffen und macht diese ganze Reise mit und ist total beim Helden und dann ist der Held gescheitert oder der Loch plötzlich gerettet und macht diese ganze emotionale Bewegung mit und am Schluss schließt sich das und dann hast du so eine geschlossene Form und dann schmeißt du es eigentlich aus dem Fenster. Und das ist was ja wirklich sich sehr eingebürgert hat. Also sozusagen jedes große Problem dieser Gesellschaft wird mal kurz dramaturgisch geschlossen behandelt. Danach hat man das Gefühl, ich habe mich ja jetzt da mit beschäftigt. Das heißt, mein Auftrag dazu, was zu tun, ist ja damit erledigt. So, jetzt kann das nächste kommen. Und das ist natürlich eine Form, die ich als Regisseur, die ist mir zu stoffwechselhaft. Ja? Also sozusagen etwas wird aufgenommen, ausgeschieden, fertig, nächstes. Und dann habe ich doch lieber was so eine Sperrigkeit hat, was dann einfach in dir drin bleibt. Eigentlich eher wie so ein Virus als wie so ein Nahrungsmittel. Ich
Ich mache noch mal eine Drehung eher außenrum, um ein Element, was so eine gewisse Rätselhaftigkeit besitzt, nämlich den alten Mann. Wer ist das? Naja, das hat er mich schon mal gefragt. Das ist auch interessant. Der alte Mann war auch sofort in diesem ersten Entwurf da. Nee, der war nicht da. Der kam später. Der kam tatsächlich 2, 3 Monate später. Ich hatte das Gefühl, der ist wie so ein. Man kann ihn sehen als den Polizisten, als alten Mann. Man kann ihn sehen als den Vater vom Polizisten, als einen Nachbarn, als einen Unbeteiligten. Ich glaube, in Wirklichkeit ist er der ganz klassische griechische Chor. Im ganz klassischen griechischen Drama vertritt der Chor die herrschende Meinung der Gesellschaft zum behandelten Problem oder zum behandelten Themenfeld. Und in diesem Fall haben wir halt einfach einen Chor, der einfach mit einer großen Hartnäckigkeit schweigt und am Schluss auch noch verschwindet. Und das ist ganz gut eigentlich, als sozusagen, was ist die herrschende Meinung zu häuslicher Gewalt? Ist einfach mal erstmal schweigen, dann verschwinden. Ja, er hat aber noch was anderes, also weil er sozusagen ja in einem Winterbild auftaucht und in einem Rückenbild auftaucht. Am Anfang, also Rückenbilder sozusagen auf ein Bild mit einem Betrachter, ja, von hinten zu gucken, das ist so eine romantische Bildkonstruktion, die man von Caspar David Friedrich zum Beispiel kennt. Und alle diese Bildkonstruktion, es gibt auch noch andere, einen hohen Grad von Melancholie, also von Trauer eigentlich. Also ich habe diese Figur eigentlich gesehen als jemand, der nicht eingreifen kann in das Geschehen, der das nur betrauern kann gewissermaßen, ja. Also in gewisser Weise vertritt er natürlich dann möglicherweise die herrschende Meinung, aber möglicherweise eben auch uns, den Zuschauer, ja. Der eben da drauf guckt und auch nicht eingreifen kann. Jedenfalls nicht in dem Moment, in dem das, was da gezeigt wird, sich vor den Augen, unseren Augen abspielt. So hab ich den ein bisschen gesehen und der dann so gelegentlich in seiner Küche irgendwie Zuflucht sucht. Ja, und ja, so. Das stimmt, das ist natürlich auch toll, wie du das beschreibst. Also der ist ja eine Doppelung des Zuschauers, indem ich von hinten jemanden sehe, der etwas sieht, ist es die Doppelung des Zuschauers. Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist wie so ein blinder Seher, wie ein Teiresias, der sozusagen als Wissender sieht, was da geschieht und was die Menschen machen und kann nichts dran ändern. Ich finde, obwohl man, es gibt dann oft die Frage sozusagen, ja gut, aber du musst dich jetzt immer entscheiden, welche dieser Rollen hat diese Figur. Ich finde es ganz gut, dass diese Figur diese ganzen Rollen haben kann. Die ist halt ein Deutungsangebot an den Zuschauer, auch eine Frage an den Zuschauer, so wie der ganze Film ja eine Frage an den Zuschauer ist, mehr als eine geschlossene Erzählung. Dann komme ich mal kurz auf das Schlussbild zu sprechen. Das Schlussbild ist ja das Mädchen, das man mit erst geschlossenen Augen sieht. Also was man sehen kann, erstmal als eine Fortsetzung der Erzählung, das dann möglicherweise aufgebahrt in so einem weißen Kleid da liegt. Das weiße Kleid haben wir vorher übrigens auch schon mal gesehen. Und dann schlägt es die Augen auf. Das ist ja auch sozusagen, also gerade weil du das jetzt gesagt hast, dass der Film eine Frage ist an uns, das ist, glaube ich, also für mich das stärkste Bild, was das formuliert. Nämlich dieser Blick fragt uns natürlich sozusagen, ja, wie konnte das passieren? Wie konntet ihr das zulassen? Warum war niemand da? Warum griff niemand ein? So, ja, es stellen sich ja sozusagen, jedenfalls wenn man sich auf den Gang der Geschichte einlässt, genau solche Fragen, warum greift hier niemand ein? Ja. Warum sozusagen geschieht das alles sozusagen wie unter einer Käseglocke, ja, also sozusagen in so einem Vakuum, in so einem sozialen Vakuum müsste man eigentlich genauer sagen. Naja, dieser Blick vom Kind, das war mir wichtig, also irgendwann hatte ich diese Idee von diesem Blick von dem Kind. Und da eigentlich habe ich mich erst entschieden, dass ich den Film wirklich machen will. Vorher habe ich so mich drumherum gedrückt und gedacht, ob das sich das wirklich lohnt.
Aber ich finde, das Kind wirft halt diese Frage an den Zuschauer zurück, wo der Zuschauer selber steht in diesem Feld von Zerstörung weitergeben oder Liebe weitergeben. Und eigentlich schaust du ja in dem Film zu, wie zwei extreme Wege dieser Weitergabe ausgeführt werden. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die fundamentale Frage, vor der wir als Menschen stehen, was wir da, wie wir uns da verhalten. Und natürlich verhalten wir uns immer gemischt. Es gibt ja niemanden, der nur was Gutes weitergibt oder nur was Schlechtes weitergibt. Ist beides gar nicht möglich. Also dieser Blick, klar, ist die offene Frage. Und dieser Blick wirft natürlich auch nochmal das alles um, was erzählt wurde. Es ist ja gar nicht so klar. Vielleicht lebt dieses Kind ja auch, vielleicht hat es nur geschlafen, vielleicht hat auch das Kind das nur geträumt quasi. Auch das habe ich manchmal gedacht. Aber da, klar, das ist das Schlussbild, auf das hin alles konstruiert ist. Also, es gab davor interessanterweise, es gab davor eine Szene, die ich geschrieben hatte. Ich habe schon so kleine so Karteikärtchen geschrieben, wo die alle in diesem Raum sitzen, in diesem Wohnzimmer, und das Kind liegt tot auf dem Sofa, und dann ist Polizei da und wirkliche Polizei, also so richtige Polizeipsychologin und einen Arzt und so. Und dann wird die Frau gefragt, warum sie das gemacht hat. Und sie sagt, weil ich wollte, dass uns jemand hilft. Und die Szene habe ich dann natürlich rausgeschmissen, weil das einfach schon wieder Sachen viel zu klar gemacht hätte und viel zu pädagogisch und so. Und es ist gut, also ob es funktioniert, müssen Sie wissen, aber der Ansatz des Films ist ja, dem Publikum eine sehr große Deutungshoheit selber zu geben. Also auch den Zuschauer relativ alleine zu lassen. Also jedenfalls von meiner Seite kann ich nur sagen, dass es ein unglaublich intensiver Blick ist. Also in dem Moment, wo das Kind diese Augen aufschlägt, das ist das ist auch ein Bild. Also ich habe den Film zuerst in Venedig gesehen. Also dieser Blick hat mich also ganz unmittelbar getroffen. Also bei mir hat das sehr gut funktioniert. Trotzdem nochmal die Frage, die sozusagen Anschluss an dieses Schlussbild. Warum sind diese drei Menschen so isoliert? Also es gibt ja einige Bilder, die zeigen, dass sie in einem bestimmten sozialen Milieu auch sich aufhalten. Natürlich so zwei, drei berufliche Szenen des Mannes. Dann gibt es dieses merkwürdige Turbinen-Treckerrennen, ja, oder was wie aus einer anderen Welt, ja, vom Mars irgendwie kommt. Oder dann auch diese marschierenden Musikkapellen, sehr, wo die, Schützenverein, ja, genau, wichtige Sache, Schützenverein, Nordrhein-Westfalen. sowas, ja. Also das es gibt dieses soziale Umfeld, aber sozusagen, bleibt komplett ausgeschlossen von dem, was in dieser Familie tatsächlich vor sich geht. Ja, aber das ist natürlich eine sehr bewusste Entscheidung aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich wollte, dass der Film eine Parabel ist, der dir als Zuschauer am Schluss diese Frage hinwirft: Was gibst du weiter, Liebe oder Zerstörung? Wo stehst du selber in diesem Feld? Und ich wollte vermeiden, dass man in so eine Kausalität kommt als Zuschauer, dass du sagst: Aha, das ist also der Grund, warum das passiert. Ja? Und je mehr soziale Einbettung du gibst, die Frau arbeitet irgendwie an der Kasse oder das Kind ist im Kindergarten und ist im Kindergarten glücklich oder unglücklich. Es führt immer dazu, dass du als Zuschauer dann ganz leicht sagst so, aha, ja, deshalb passiert es, oder ich hatte zwischendurch überlegt, wie ich das besetze, wo dann auch überlegt wurde, über so eine aus dem türkischen Hintergrund kommende Schauspielerin zu besetzen, wo ich dann dachte, nee, dann wirst du sofort als Zuschauer das Gefühl haben, aha, deutscher Polizist schlägt türkische Frau, klar, Migrationsproblem und so weiter. Und dann ist die Geschichte komplett entwertet, weil der universelle Charakter da rausgefallen ist. Und der dritte Grund ist natürlich, dass nachdem ich die Idee hatte, habe ich sehr, sehr viel recherchiert mit Frauenhäusern und Frauen, die in solchen Beziehungen waren, auch Männern, die in solchen Beziehungen waren. Und es erweist sich halt, dass tatsächlich diese Beziehungen ein unfassbares Maß an Isolation zur Folge haben, weil beide sich so sehr schämen eigentlich und beide sich überhaupt nicht mehr äußern können zu dem, was da passiert, dass es ganz realistisch ist, dass da wirklich niemand da ist. Da ist keine Familie mehr da, da sind keine Freunde mehr da, das ist alles, das verschwindet.
wird teilweise sehr bewusst von den Männern abgeschnitten, dass die Frauen keine sozialen Kontakte haben sollen. Aber auch die Männer schneiden ihre Kontakte ab. Und so ist es gar nicht so unrealistisch, wie sich dann herausstellte. Also das Konzept war von Anfang an, es so extrem isoliert zu erzählen. Aber es stellte sich dann halt heraus, das ist auch wirklich ein sehr reales Abbild dessen, was da passiert. Und ist einer der großen Gründe, warum diese Beziehungen nicht verlassen werden. Ja, ich trage vielleicht noch nach, dass dieser Film auch von Teddy Pham unterstützt worden ist, weil es ja ein dröhnendes Schweigen auch gibt über dieses Thema. Also im Konkreten, ne? Also im Abstrakten wird ja viel darüber geredet, in den Talkshows oder was auch immer, aber im Konkreten, jeder von uns hat mal gehört, dass irgendwie in einem Haus gegenüber oder im eigenen Treppenhaus irgendwie komische Sachen zu hören sind. Fast niemand geht dann hin und klingelt und sagt, braucht ihr Hilfe? Also es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, aber im Konkreten würde man sich gerne nicht darum kümmern. Ich würde gerne, ehe wir zu dem Thema Gewalt noch etwas sagen, zu dem anderen starken Strang mit dir noch ein paar Gedanken wechseln, nämlich zu dem Thema Liebe, Zuwendung. Der Film fängt ja an, wenn man, also das ist schwer, sich zurückzuerinnern, nachdem man so viel Bedrückendes gesehen hat, aber er fängt ganz anders an. Er fängt nämlich sehr idyllisch eigentlich an. Also ich erinnere an dieses Ostereierverstecken und so zum Beispiel. Und da gibt es dieses Bild, wo der Mann und die Frau so nebeneinander liegen, auf dem Laub, in der Sonne. Und es scheint alles ganz wunderbar. Es gibt also diese Hinwendung. Und es wird natürlich auch verbunden und geschaltet über dieses wunderbare Kind, ja. Dem auch ganz offenkundig diese elterliche Hinwendung gilt. Und dann gibt es sehr, sehr viele Szenen, in denen man die Interaktion zwischen der Mutter und dem Kind sieht und die ungemeine Zärtlichkeit, die die Mutter dem Kind entgegenbringt. Und ich würde auch sagen, die Kamera sozusagen unterstützt diese Hinwendung zu dem Kind durch die Bildfindung, die sie dann eben uns zeigt. Also es gibt selten Filme, die einen ja so eine extreme Nähe, sagen wir mal, anbieten zu den Figuren, also zu der Frau vor allem und dann zu dem Kind. könntest du noch was sagen zu diesem Liebesstrang? Also der ist halt wirklich genau gleich wichtig wie der Zerstörungsstrang. Das ist auch ganz einfach so, es gibt keinen Menschen, der ohne Liebe entsteht. Bewusstsein kann ohne Liebe nicht entstehen, es geht nicht. Und du schaust halt zu, wie diese Frau diesem Kind die Welt öffnet, was wir alle erlebt haben. Wenn wir das nicht erlebt hätten, wären wir nicht hier. Und mir war wichtig, das zu zeigen, dass das wirklich so eine unermüdliche Arbeit auch ist. Natürlich ist diese Arbeit auch eine große Freude, aber das ist wirklich die Grundlage dessen, auf der ein Mensch überhaupt besteht. Und jeder empfängt es und deshalb ist auch die Frage, wie das weitergegeben wird. Das zu drehen war relativ, also schön und auch anstrengend, weil man eben genau da nicht die Szenen so richtig aufschreiben kann, sondern da muss man so auch schauen, was passiert gerade, wie ist die Beziehung wirklich zwischen der Schauspielerin und den beiden Zwillingskindern, das sind ja zwei Mädchen. Aber das, was ich da versucht habe, ist sehr archaische Bilder zu finden, an die wir uns alle erinnern, wie wir geweckt werden von unserer Mutter, wie wir Tiere entdecken mit unseren Kindern, eben deshalb auch das Singen, wie das sind sozusagen ja so Liebestransfere, durch die überhaupt ein Mensch gebildet wird. Und es ist tatsächlich fundamental genauso wichtig wie die Gewalt, sonst hätte der Film für mich gar keinen Sinn. Und am Schluss mit diesem Blick des Kindes fühlen sich die Stränge wieder zusammen, dass die Frage halt an dich als Zuschauer geworfen wird, wo du da stehst. Auch dieser Mann hat natürlich seine Liebesfähigkeit und auch seine Schwierigkeiten mit seiner Liebesfähigkeit. Sonst gäbe es nicht diese Gewalt. Das hat auch was damit zu tun, dass Gewalt in sehr intimen Beziehungen entsteht ja dadurch, dass eine wirklich gültige Beziehung halt alles an Konfliktpotenzial, was man in sich trägt, auch rausholt.
Also wenn man gar keine Konflikte hat, dann hat man auch gar keine Beziehung. Das ist auch eindeutig. Ich will noch mal an eine Szene erinnern, wo die Mutter noch mal versucht, sozusagen das Dreieck, also den Vater einzuschließen in diese Liebesübertragung. Das ist diese Szene, wo das Kind sagt, der Bär auf meinem Schlafanzug ist böse. Und warum ist er böse? Weil er so stark ist. Und deshalb schlägt er immer die anderen Tiere, wenn ich das richtig verstanden, die anderen Tiere. Und da spricht das Kind anscheinend indirekt von dem Vater. Und jedenfalls die Mutter spricht indirekt von dem Vater, indem sie sagt, nein, der ist nur so stark, weil er dieses schwere Fell hat und so weiter und so weiter. Der ist gar nicht böse. Und das Kind dann in so einer eigenen, also quasi eine neue Geschichte erfindet für das Kind, um den Bär, das heißt den Vater, in die Liebeswelt sozusagen zurückzuholen. Und dass das nicht so einfach ist, zeigt sich ja dann auch an späteren Szenen, also etwa, wo das Kind dann sich mit dem Vater versöhnen will und das außerordentlich schwierig ist, den Mann dazu zu bewegen, eine Geste der Zuwendung gegenüber dem Kind zustande zu bringen. Das ist aber, glaube ich, auch, also diese Szene war eine der ersten Szenen, die mir so eingefallen sind mit diesem Pyjama. Wir haben tatsächlich diesen Pyjama drucken lassen, das war extrem aufwendig, weil solche Pyjamas, dachte ich, kann man kaufen, kann man aber nicht in solchen Farben. Es gibt alles nur diese schrecklichen Farben im Moment. Also kurz und gut, das war ein echtes Drama, diesen Pyjama herstellen zu lassen, weil ich da auch leider so eine genaue Vorstellung hatte. Das ist genau wie du sagst, das ist natürlich, da redet das Kind über den Vater und die Mutter redet auch über den Vater, aber was ich wichtig finde an der Figur von Christine ist, dass sie ja wirklich versucht, diese Freiheit des Kindes zu erhalten, dass das Kind zwei Personen lieben soll. Und das wird natürlich immer schwieriger für sie, in dem Maße, in dem dieser Mann sich als sozusagen rauskatapultiert, aus sich selbst auch rauskatapultiert. Jeder, der Gewalt ausübt, zerstört ja auch sich selbst. Und trotzdem hält sie daran fest. Sie hält daran fest, dass ein Kind nicht nur auf einen Menschen sich verlassen kann. Das ist einfach eine Zumutung für das Kind. Und so ist es eigentlich sehr konsequent gebaut, dass man sieht, dass es dieses Thema, was drunter liegt, was heißt es, jemandem Liebe weiterzugeben? Das heißt zum Beispiel auch, diesen Vater nicht rauszuschmeißen aus dem Dreieck. Natürlich könntest du das ganz symbiotisch dann als Mutter das Kind nur noch an dich selbst binden, aber das ist falsch für das Kind. Irgendwann kippt es um und es wird so symbiotisch. Das ist dann auch der Grund, warum am Schluss dieses Kind dann halt ertrinkt. Da ist wie so ein Zurückgehen in den gemeinsamen Uterus, da ist dann die Symbiose da. Weil da Tiere eine Rolle spielen, kommen wir noch mal kurz auf die Tiere zu sprechen. Es gibt ja eine erstaunliche Menge an Tieren und ich habe mich doch bei einigen jedenfalls gefragt, welche Funktion sie eigentlich haben. Warum gibt es so viele Tiere? Also das erste Tier taucht im allerersten Kapitel auf. Haben vielleicht nicht alle gesehen, weil das erste Bild sehr dunkel ist und man sich erstmal zurechtfindet, wie eben in einem dunklen Wald. Da ist man dann nämlich. Und da gibt es aber einen Hasen, der da weghoppelt. So fängt es eigentlich an. Was hat es mit den Tieren auf sich? Es war einfach von Anfang an klar. Im Nachhinein, also ich weiß nicht, wie andere Künstler arbeiten, aber ich arbeite halt so, dass ich so Ideen kriege und dann versuche ich eigentlich die nicht zu machen und dann gibt es welche, die wollen halt gemacht werden und dann muss ich recherchieren, allmählich verstehe ich die Idee. Aber ursprünglich war einfach diese Idee da, dass es Tiere gibt, weil ich mich daran erinnere, dass als Kind das immer so ein wahnsinniger Moment ist, wenn deine Eltern dir Tiere zeigen und dir erklären, was die Tiere machen und wie die leben und es ist ja auch wie die Kinder ihre Liebesfähigkeit entwickeln, dass sie dann irgendwie versuchen, eine Eidechse anzufassen und total erschrocken sind, dass die Eidechse ihren Schwanz abwirft oder versuchen, einen Hasen zu streicheln, was natürlich auch nicht so einfach ist. Und, aber auf jeden Fall, das ist halt, wie die Kinder ihre projektive Liebesfähigkeit in die Welt werfen, dass die Tauben so süß sind und so weiter.
die Tiere selbst, die jetzt da auftauchen, das ist zum Teil wirklich zufällig. Also dieses Waldbild zum Beispiel, da war ich einfach joggen in diesem Wald und habe da das Gefühl, das ist so eine irre Stelle, wie da diese Bäume stehen mit diesen Markierungen. Und ich gehe da jetzt nochmal zurück nach dem Joggen und will da einfach mal die Kamera aufstellen, gucken, was ich für Bilder kriege. Und dann sehe ich durch die Kamera, dass da irgendwas auf mich zukommt. Ich habe gar keine Ahnung was. Und zoome dann kurz auf, um zu sehen, was es eigentlich ist. Und dann rennt dieser Hase weg. So ist diese Aufnahme entstanden. Die anderen Aufnahmen von den Tieren sind komplizierter entstanden. Aber es sind alles eigentlich so ganz archaische Liebeskindertiere. Ne? Also man liebt als Kind die Eichhörnchen und die Vögel und man findet den Fuchs faszinierend in den Märchen und das Reh ist ein Tier, was man total liebt, wenn man es mal zu Gesicht kriegt und der Hase eben auch. Das Unbewusste funktioniert ganz gut. Ich habe mir nie klar gemacht, welche Tiere ich da drin habe, aber im Nachhinein stellt sich heraus, alle diese Tiere sind ja auf dem Pyjama abgedruckt, außer dem Bär. Aber als ich gesagt habe, ich möchte diese Tiere auf dem Pyjama haben, war mir noch gar nicht klar, dass diese Tiere auch alle vorkommen werden. Also ich habe, natürlich gibt es also diese Welterschließungsfunktion praktisch der Tiere, ja, also die Tiere gewissermaßen auch als imaginäre Gegenüber. Also wir können uns ja als Kinder auch ganz gut vorstellen, ein Tier zu sein. Aber gleichzeitig, das hast du eben auch in einem Stichwort ganz nebenbei fallen lassen, führt es uns natürlich auch in eine Märchenwelt hinein. Also auch nochmal in eine spezifische Kinderwelt, ja, aber eben die so eine narrative Formung auch hat. Die Märchen sind voll von Tieren natürlich. Und mich hat es sehr stark erinnert, also die Tiere sind für mich ein Zeichen, dass man hier auch in einem zum Teil sehr finsteren Märchen ist in diesem Film. Genau, auch. Und gleichzeitig auch, das hatte ich immer wieder beim Schneiden, irgendwie hatten wir das immer wieder im Kopf, dass die Erzählhaltung so sein soll wie in einem Naturfilm, was auch die Kapitel sehr stark machen. Dass du zuschaust, wie du halt in so einem Disney-Film den Tieren in der Wüste zuschaust oder weiß der Teufel was, wo ja auch das moralische Urteil zunächst mal zurückgestellt wird. Du guckst einfach zu, was geschieht, ist faktisch und geschieht. Die Frage, wie man es bewertet, kommt danach, aber diese normale Fernsehästhetik-Logik, dass du sozusagen im Moment des Schauens schon sofort moralisch bewertet, das wird auch durch die Tiere zurückgedrängt. So ein Fuchs ist halt einfach ein Fuchs. Da ist die Frage nicht, ob der ein guter oder schlechter Fuchs ist, stellt sich nicht. Gott sei Dank nicht mehr. kommen wir zu dem Vater, zu Uwe, zu dem Mann. Das ist für mich die am schwersten verständliche Figur, weil der Film ja auch nicht drauf setzt, einem sozusagen psychologische Erklärungen auf dem Tablett zu servieren, sondern eher das Verhalten der Figuren zeigt, zum Teil in ganz differenzierten Nuancen, zum Beispiel die schrecklichste Szene der Gewalt ist ja relativ am Schluss, wo diese Geschichte, die mit dem Obstsalat anfängt und dem kau doch nicht so laut, kau doch nicht so leise, geh weg, bleib hier und so weiter und so weiter. Sie erinnern sich, das ist in den psychologischen Nuancen und in der Dynamik der Szene sozusagen wie unter Mikroskop praktisch, was in dieser ganzen Beziehung passiert. Trotzdem, meine Frage, warum ist dieser Mann so gewalttätig? Es ist ja nicht so, weil er ein Polizist ist. Das ist bestimmt nicht die Antwort. Also ich habe so eine oder zwei Ansätze gefunden in dem Film. Das eine ist die Geschichte, dass er es nicht erträgt, wenn Christine nicht da ist oder also verschwunden ist. Also sich seiner Kontrolle entzieht, dass also sozusagen außerhalb seiner Kontrolle sich bewegt. Eine Szene ist zum Beispiel in dem Auto mit dem Kollegen, glaube ich, wo er unterwegs ist und sagt, ich muss jetzt wissen, wo meine Frau ist, sie hat den Schlüssel verloren, baut er da irgendwie so eine Story. Und das ist so ein Versuch, sozusagen, der uns zeigt, er möchte ständig die Kontrolle behalten. Und das Zweite sind die ganz wenigen
Szenen, wo die beiden zusammen im Bett sind und er mit ihr schlafen will und er sich zurückgewiesen fühlt. Und da würde ich sagen, das ist so diese Frustration über die Nichtverfügbarkeit des anderen. So würde ich, und das sind zwei Elemente, die ihn offenbar so stark umtreiben, dass sie wenigstens einiges an seiner Gewalttätigkeit und Aggression erklären könnten. Oder würdest du das anders sehen? Ich glaube nicht, dass man das so erklären kann, warum er so gewalttätig ist. Ich habe ja wirklich da viel recherchiert, mit vielen Frauen gesprochen, auch mit vielen Männern. Es ist nicht so einfach zu sagen, warum wird jemand gewalttätig in Beziehungen. Es ist ziemlich klar, das sind Männer, die sozusagen Probleme mit Nähe eigentlich haben, eigentlich die Nähe nicht aushalten, sagen wir mal so. Und dann, dadurch, dass sie sie nicht aushalten, auch das Gefühl haben, dass sie selbst diese Nähe vielleicht nicht verdienen, dass sie so innerlich sehr unsicher sind, ob sie es überhaupt verdienen, geliebt zu werden. Daraus kommt dann so ein Kontrollwahn und so. Aber das Eigentliche ist, ich habe das Gefühl, Uwe ist wie so ein Verhungerter der Liebe. Das ist, ich kann es sozusagen nur von den Symptomen her beschreiben, dass in den Interviews immer wieder klar wurde, diese Männer, die dann in so gewalttätige Beziehungen rutschen, das sind ja keine katastrophalen Menschen, sondern das sind Menschen, die nicht umgehen können mit dem, was ist ihre eigene Erwartung an sich, was ist die Erwartung der anderen an sie. Die können keine Grenzen vernünftig ziehen, fühlen sich dadurch dann, haben das Gefühl, dass es gar keinen Raum mehr gibt für sie selbst und dann irgendwie explodieren sie. Und dieses sich nicht abgrenzen können und gleichzeitig nicht das Gefühl haben, dass sie es wert sind, geliebt zu werden und gleichzeitig die Nähe nicht aushalten und ganz dringend brauchen. Deshalb rastet er so aus, als sie dann einfach weg ist beim Fernsehen. Das ist so eine sehr explosive Mischung, die eigentlich aus einer Verletztheit oder Schwäche entsteht. Ich glaube auch nicht, dass diese These richtig ist, dass die Männer, die gewalttätig sind oder auch die Frauen, die gewalttätig sind, gibt es ja auch, selber als Kind irgendwie Gewaltopfer waren. Das halte ich für zu einfach. Aber es ist so, dass die sind sozusagen wie Verhungerte der Liebe oder da ist was eingeklemmt in der Liebe und die suchen sich dann natürlich auch oft Leute, wo das komplementär andersrum passt. Also in dem Fall, dass Christine einfach so eine Art Liebesüberschwemmung um sich verbreitet, die er nicht aushalten kann. Die er nicht aushalten kann, die er gleichzeitig braucht und nicht aushalten kann und wo er einfach aus einer Hilflosigkeit heraus. Auch weil er versucht, wirklich in jeder Rolle perfekt zu sein. Deshalb, ich teile das nicht ganz, was du sagst, dass es am Anfang beginnt, der Film mit so einer Idylle. Er beginnt mit so einer Scheinidylle für mich. Das ist, ein bisschen hat man so das Gefühl, das ist ja alles so nachgespielt nach irgendeinem Bilderbuch. Aber welchem Bilderbuch eigentlich? Auf jeden Fall dem Bilderbuch seiner Imagination. Und so kommt er eigentlich in seinem eigenen Leben nicht vor. Und das ist sehr charakteristisch in diesen ganzen gewalttätigen Beziehungen, die ich da recherchiert habe, dass sowohl die Frau als auch der Mann sagt, und dann in dem Moment der Gewalt ist er tatsächlich einerseits überhaupt nicht er selbst und andererseits ist er wenigstens mal da. So fatal es klingt. Und das entsteht dadurch, dass den Rest der Momente eigentlich so eine komplette Überkonventionalität, Überambitioniertheit über allem drüber liegt. So würde ich es versuchen zu erklären. Aber es hat sicherlich, es ist nicht so einfach, dass er kann ihre Abwesenheit auch deshalb so schwer ertragen, weil das ist auch so, klar, er hat so eine geringe Sicherheit, was Liebe angeht, dass er sich auch vorstellen kann, dass diese Frau einfach schlagartig weg ist, ohne jede Vorwarnung, ohne jeden vernünftigen Grund einfach weg ist. Er sucht im ganzen Haus, wo die ist. Sie würden wahrscheinlich normalerweise nicht unbedingt, wenn ihre Frau oder ihr Mann jetzt mal kurz das Zimmer verlassen hat, das Gefühl haben, kann sein, dass der jetzt schon am Flughafen ist. Er hat das Gefühl schon. Ja, ich hatte am Anfang versprochen, dass wir Sie auch beteiligen wollen mit Fragen und Reaktionen. Vielleicht ist das ein guter Moment. Dann geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann komme ich zu Ihnen. Mikrofon. Schon besser mit der Kamera. Okay. Also, wir haben über diese Dinge gesprochen, wieso die beiden unterschiedlich reagieren und wieso,
oder es wurde von Ihnen gesagt, der Film hat keine klare Zuordnung, dass jetzt irgendwie Profession oder Stand was mit Gewaltentwicklung zu tun hat. Jetzt ist es aber so, ich gehe mal von dem Moment der Tankstelle aus, der Gefühlstankstelle, weil der Film sehr viel mit Liebe zu tun hat. Gefühlstankstelle gibt der Film für mich vor, auf der Seite der Mutter, der Christina, dass das Perpetuum mobile-artig sozusagen läuft, dass die Frau im Grunde genommen allein schöpfen muss und auch schöpft aus dem Umgang mit dem Kind für ihre Liebe, die sie geben kann. Und dann beim Mann taucht aber das auf, nämlich die Professionalität, die Eingebundenheit in etwas außerhalb des Hauses. Und dadurch rückt für mich doch etwas sehr, sehr Unterschiedliches hier nach vorne. Ob das eine Tankstelle ist, die ihm Kraft gibt, ist eine andere Frage. Aber es ist eine Profession, die auch im Filmtitel betont wird, indem man sagt, die Frau des Polizisten. Und bei ihr bleibt die Perpetuum mobile bestätigende und bestärkende Mutterrolle. Das fällt für mich so ein kleines bisschen auseinander in dem Fall. Ich verstehe, was Sie meinen. Es ist ja nicht jetzt wirklich eine Frage, es ist eher ein Statement. Aber die es ist, das ist auf einer Ebene sicherlich richtig. Ich glaube aber nicht, dass man das Gefühl hat, dass diese Polizistenarbeit dem Uwe so eine große innere Stärke oder Befriedigung gibt. Also man sieht ihm ja zu, wie er da zum Beispiel dann den Unfall aufnehmen muss oder gerade am Anfang, wenn er das Reh erschießen muss. Das ist ja nicht eine Arbeit, die du als Gefühlstankstelle so einfach benutzen kannst. Und umgekehrt ist es ja auch so, dass man merkt, er ist ja innerhalb dieses Liebestransfers der Familie, ist er eigentlich der nicht richtig in der Lage ist, Liebe anzunehmen. Also beim Liebestankstellenmodell gesprochen, das ist sowieso jemand, der gar nicht tanken kann. Ja, aber seine eigenen Möglichkeiten, Gefühlsaufladungen entgegenzunehmen, sind ja sehr begrenzt. Das ist, glaube ich, was man auch spürt. Und das ist eher die Grundlage dessen, dass es dann knallt, weil er tatsächlich aus so einem Stoffwechsel ausgeschlossen ist. Und zwar nicht von ihr ausgeschlossen wird und so weiter, aber er ist einfach nicht in der Lage, was aufzunehmen. Er hat sozusagen ein Anorexie-Problem gefühlsmäßig. Umgekehrt ist es so, das ist natürlich richtig beobachtet, dass sie, indem sie in diesem Perpetuum mobile-Zirkel mit ihrem Kind steckt, auch in eine Erschöpfung rutscht und auch in eine notwendige Symbiose, wo es dann irgendwann natürlich so ist, dass auch diese Nähe, die sie zu dem Kind hat, auch was quasi Missbräuchliches bekommt. Wo du denkst, wer kriegt jetzt eigentlich von wem Liebe? Das kippt ja irgendwann um natürlich. Vielleicht daran anschließend die Frage auch nach dem Titel. Da ist jetzt sicher auch bewusst gewählt, dass das heißt die Frau des Polizisten, also da ist dieser Beruf ja nochmal deutlich hervorgehoben. War das von vornherein klar, dass es auch nur mit dieser Profession für Sie funktioniert, wie der Film angelegt ist, oder hätte das im Grunde auch eine ganz andere Profession sein können? Weil gerade der Gewaltaspekt natürlich da auch noch eine zusätzliche Komponente aufmacht im Kopf des Zuschauers, nehme ich an. War mir interessanterweise gar nicht so klar, als ich das entwickelt habe. Es war von vornherein klar, dass der Mann Polizist ist. Ich glaube aber deshalb, weil es sozusagen die kürzeste Erzählform ist. Polizist ist einfach so ein Job, wo jeder sich was drunter vorstellen kann und du brauchst nicht mehr auf Details einzugehen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, der ist Lehrer oder Bankier oder weiß der Teufel was, dann hätte ich sozusagen Erzählungen reinbringen müssen, um zu erklären, was ist das, was bedeutet das, was macht das mit seinem Leben und hätte damit sowas Archetypisches verlassen. Polizist ist halt so wie früher Krieger oder es ist eine Zuschreibung. Dass in dem Beruf der Polizei die Gewalt natürlich auch wahrgenommen wird von einem als Zuschauer, war mir interessanterweise komplett ausgeblendet. Also wenn ich kurz das noch vielleicht kommentieren kann von meiner Seite, der beste Polizeifilm, den ich kenne jetzt tatsächlich, mit echten Polizisten, also ein Dokumentarfilm von Raymond Depardon, der lief flagrant.
Der ist von 1996, glaube ich. Und da sieht man, dass Polizisten erstmal natürlich mit Situation, also in Situationen kommen, in denen Gewalt eine extreme Rolle, also eine große Rolle spielt. Nur sozusagen die Gewalt geht nicht von ihnen aus, sondern sie kommen rein in diese gewalttätigen Situationen unterschiedlicher Natur und sind die Letzten sozusagen, die dann immer gerufen werden müssen, weil niemand anderes da ist, der sich mit diesen Extremsituationen auseinandersetzen will. Ja, sozusagen, sie sind die einfach immer am allerschlimmsten Ende sitzen. Also so, das ist so ein bisschen bei In Délit Flagrant die Botschaft von Depardon über den Beruf des Polizisten. Also auch eine ganz andere Seite, nämlich wie die sozusagen psychisch eigentlich konfrontiert werden mit Situationen, denen andere sozusagen permanent und ausweichen. Also ich habe ja dann, ich arbeite immer mit sehr viel Recherchen. Ich mache ja Sachen ohne Drehbuch, aber ich recherchiere richtig so monatlich, jahrelang. Und habe auch sehr viel recherchiert, so Alltag von Polizei auf dem Land. Und das Interessante war, dass du denkst beim Polizisten, wie sie ja sagen, sozusagen jemand, der hat auch mit Gewalt zu tun, im Sinne von, der kann Gewalt ausüben, der hat eine Macht. Aber die Polizisten auf dem Land, das ist auf jeden Fall was, eine hundertprozentige Machtlosigkeit. Die kommen einfach grundsätzlich zu spät. Das ergibt sich aus den Entfernungen. Die kommen zum, das ist ja auch Quatsch in den ganzen Fernsehsachen, wo du so dramaturgische, tolle Unfälle siehst und so, siehst du alles als Zuschauer. Der Polizist sieht es nicht. Der Polizist wird angerufen, wie ich es da in dem Film beschreibe, und die ganzen Ärzte stehen da und sagen, geh jetzt sofort hier weg. Du stehst nur im Weg rum. Du kannst jetzt mal da hinten deine blöden Absperrleinen spannen, aber wir wollen hier überhaupt niemanden von euch sehen, solange wir die Leute retten. Wenn dann die Lebenden raus sind und die Toten liegen, könnt ihr anfangen, eure Zeichnungen zu machen, okay? Und das ist einfach die Realität von Polizei, oder? Die kommen halt, da ist dann ein Reh, das ist angefahren worden, das liegt ja schon eine halbe Stunde. Die Leute sagen, das muss zum Tierarzt, das ist nach einer halben Stunde auf jeden Fall Quatsch. Das Reh muss einfach nur erschossen werden. Die Frage ist nur, macht's der Jäger oder macht's der Polizist? Und das fand ich interessant, dass wir uns vorstellen, diese Polizisten machen so tolle Sachen und in Wirklichkeit, die sind einfach die zu spät kommen. Mich interessiert, welchen Spielraum Ihre Schauspieler hatten im Umgang miteinander. Zum Beispiel nicht miteinander zu sprechen, sondern so viel zu spielen. Ich denke an das Dartspiel, ich denke an das Rumspritzen mit dem Wasser von der Munddusche und so weiter. Es war sehr viel Spiel darin im Umgang und relativ wenig Dialog im herkömmlichen Sinn. Wie kam es dazu? Naja, das ist ein Film über eine gewalttätige Beziehung. Da ist auch aus den Recherchen heraus, war klar, das ist ja auch interessant, in solchen Beziehungen wird wenig gesprochen. Sowieso glaube ich, dass das, was wir so verstehen unter Dialogen im Film, eigentlich immer komplett falsch ist. Die Leute sprechen nicht wirklich über das, was sie bewegt normalerweise. Das tut man selten. Man spricht ja, die Sprache ist ja sozusagen was, was man benutzt, um sich vorbeizumanövrieren an den Dingen, die wirklich anstehen normalerweise. Das heißt, dieser klassische Fernsehdialog, dass man spricht auf das Problem hin, gibt es so nicht. Und dann ist es so, dass in solchen Beziehungen sicherlich es ein großes Maß an Stummheit gibt, weil eben tatsächlich nicht gesprochen werden kann über das, was das Zentrum wäre. Und mich interessiert es einfach mehr, es ist, glaube ich, in allen meinen Filmen so am stärksten, natürlich in der großen Stille und auch am stärksten in Sommer, dem ersten Film, was ja von einem autistischen Kind handelt, der überhaupt nicht spricht, wo es immer nur um die Frage geht, ob er mal sprechen wird. Ich finde, die Sprache des Menschen ist ehrlich gesagt ein schwieriges Thema, weil die Sprache des Menschen so nah an der logischen Intelligenz dranhängt, dass die Sprache ja fast immer zur Täuschung benutzt wird. Und dieser Aspekt interessiert mich einfach wenig. So. Schlecht geeignet für französische Dramen, da wird das sozusagen durchexerziert. Also mein neuer Film, den ich gerade schneide, da wird unfassbar viel gesprochen. Nach einem ganz genauen Drehbuch, wo wir auch eine riesen Tankstelle haben bauen lassen, dafür einfach den Ort, an dem genau das stattfinden kann.
geht mir auch jetzt schon im Schnitt sehr auf die Nerven, dass sie so viel sprechen. Aber da geht es halt um Philosophie und Zeit und das kann man nur über Sprache machen. Aber natürlich solche Sachen wiederum, wie das mit dem Dartspielen oder dass der da einfach Rosen hinbringt zu ihr oder einfach nur, dass der sich im Hof hinsetzt, einen kleinen Zitteranfall hat und dann diese Pflanzen gießt, das entsteht dadurch, dass ich ohne Drehbuch gedreht habe. Wenn du das in einem Drehbuch aufgeschrieben hättest, das wären die ersten Sachen gewesen, die rausgeflogen wären, weil du dann irgendwie mit irgendjemandem über das Drehbuch diskutierst und jemand sagt, ja, aber es ist ja zu lang, der Film, und das ist doch, also jetzt ehrlich gesagt, ein Moment, wo der einfach nur da sitzt und zittert, brauchen wir das? Und so ist es so, dass diese kleinen, zarten Momente, in denen ich glaube, man eigentlich wahnsinnig viel über die Existenz dieser Figuren erfährt, normalerweise halt unterdrückt werden, weil im Drehbuch liest du halt so einen Dialogsatz und das scheint dir ausdrucksstärker als so ein Moment mit dem Dartspielen. Ich finde das Dartspielen ausdrucksstärker. Welchen Spielraum, welche Freiheit die Schauspieler dabei hatten. Also gab es eine bestimmte Range, in der sie ihre Freude austoben konnten, als sie mit dem Wasser rumgespritzt haben zum Beispiel? Also da ist jetzt so, also so, da ist einfach nur ganz konkret, dass ich da sage, okay, ich möchte, dass ihr jetzt das macht, dass mit dieser Munddusche ihr da einfach euch gegenseitig versucht abzuschießen. Und wie das dann passiert, das ist ja ganz schnell gedreht, sowas kannst du gar nicht inszenieren, das passiert dann unheimlich schnell. Also es ist dann einfach so eine echte Wasserschlacht. Während bei den Dialogen und zum Beispiel bei so einer Szene wie dieser letzten Gewaltszene mit dem Obstsalat oder so, das war wirklich ein Tag nur Proben und die Dialoge lagen hundertprozentig fest. Also Dialoge lasse ich nie improvisieren. In dem Fall bei der Wasserschlacht, das ist ja, der Dialog besteht ja nur aus Lachen und Tönen und aber normale Dialoge lege ich schon vorher fest und sei es auch nur in den ersten Momenten der Probe. Weil wir gerade über das Schauspiel sprechen oder überhaupt das Spielen, wollte ich dich nochmal fragen nach dem Kind. Ich weiß sozusagen, dass das Kind, das Thema des Films, von dem Thema des Films verschont geblieben ist. Könntest du das nochmal erzählen, wie du damit umgegangen bist? Denn das ist ja nicht ganz einfach. Die Kinder waren ja, als wir drehten, gerade 4. Und du kannst einem 4-jährigen Kind nicht erklären, dass es ein Kind in einer gewalttätigen Beziehung spielt, was am Schluss ertränkt ist oder so, das ist Quatsch. Das Kind kann mit so einer Information nichts anfangen. Und es belastet das Kind nur. Deshalb, die Kinder wussten, das sind ja Zwillinge, die wussten nie, was wirklich da passiert. Zum Beispiel diese Szene, wo er die Tür zum Kinderzimmer aufbricht. Das ist so gedreht, wenn man es sich nochmal anschaut im Schnitt. Das Mädchen sitzt auf dem Bett. Die Frau hat sich da ans Fenster zurückgezogen. Er versucht erst mit dem großen, dann mit dem kleinen Messer die Tür aufzubrechen und kommt dann rein, bricht die Tür auf. Wenn das Mädchen da sitzt und so ganz wahnsinnig gespannt guckt, da habe ich einfach dem David gesagt, er soll an der Tür so Geräusche machen, ich glaube mit einem Kugelschreiber oder so, und das Mädchen soll raten, was er da eigentlich macht. Und wenn sie rät, was er da macht, dann kann sie, sie wollte nämlich den ganzen Tag schon so ein bestimmtes Prinzessinnenmalbuch ausmalen, dann kann sie das ausmalen. Dadurch ist sie extrem gespannt darauf zu identifizieren, was das für ein Geräusch ist. Und es wirkt so, als hätte sie große Angst und wäre wahnsinnig da involviert, ist aber halt nicht so. Also sie ist schon involviert, aber sie hat nichts von der Gewalt mitgekriegt. Der Moment, wo er dann die Tür wirklich aufbricht, sehe ich ja nur ihn. Da ist sie gar nicht im Raum. Genauso wie in dieser letzten Gewaltszene, wenn die Erwachsenen sich gegenseitig anschreien und schlagen und so weiter, da sind die Kinder gar nicht in dem Haus, wo wir gedreht haben. Da sind die in einem anderen Haus, damit die das überhaupt nicht mitkriegen. Weil ich gar keine Lust habe, dass ein 4-jähriges Kind, auch wenn es nur die Schauspieler sind, trotzdem dann ja das Gefühl hat, was passiert denn da eigentlich? Oder bevor wir diese Szene gemacht haben, wo er die Tür aufbricht und sie dann vom Badezimmer, und sie sieht dann die Flecken der Mutter, da haben wir einfach so einen kleinen Maskenbildner-Workshop bei den Kindern gemacht und haben so gesagt, okay, wir machen jetzt mal irgendwas, also als wärt ihr Piraten und hättet irgendwie total viel gekämpft und wir schminken euch jetzt mal so Verwundungen und so. Und dann war das für die Kinder so klar, so okay, und auch jetzt die Erwachsenen schminken sich auch solche Sachen. Und so war das dann für die Kinder eigentlich wie so ein Spiel. Da
da hatten die, ich glaube, da hatte die hatte selber, glaube ich, irgendwo hatten wir ihr so blaue Flecken angeschminkt, damit sozusagen sie einfach das Gefühl hatte, klar, das spielen wir Kinder und die Erwachsenen haben es auch gespielt und deshalb sieht sie jetzt so aus. So. Aber das war ein großer, also es war viel Mühe da reingesetzt, dass wirklich die Kinder nie da sind, wenn es so große Auseinandersetzungsszenen sind, dass sie einfach nichts davon mitkriegen, weil ich einfach nicht glaube, dass ein Kind das verarbeiten kann. Also das finde ich letztlich gut, dass sie das so gelöst haben. Aber also der Film hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Aber das war natürlich unrealistisch, weil die Kinder bekommen alles mit und die leiden ungemein unter häuslicher Gewalt. Absolut. Und du hast ja auch als Zuschauer das Gefühl, dass sie alles mitbekommt. Du hast ja das Gefühl als Zuschauer, sie ist in dem Zimmer, wo er die Tür aufbricht. Du hast das Gefühl, sie hört, wie die Mutter nebenan weint, wenn der Vater ihr das Märchen vom gestiefelten Kater vorliest. Aber das schon. Nur die Reaktion ist unrealistisch. Also das Reagieren auf den Vater. Das glaube ich nicht. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit sehr vielen Frauen. Ich bin vom Fach. Ich arbeite seit 30 Jahren in einem Frauenhaus. Aber genau diese Szenen sind wörtlich aus den Interviews mit den Frauen. Genau zum Beispiel diese Szene, wo die Tür aufgebrochen wird und der Vater danach diese Geschichte erzählt. Oder diese ganze letzte Gewaltszene ist komplett aus Interviews von Frauen, die erzählen, was sind ihre Momente, an die sie sich erinnern. Die Szene, wo er sie anspuckt, weil sie will, dass er das Kind tröstet und das Kind danach einfach sofort total happy ist und nur will, dass da vorgelesen wird und nur will, dass die Tür zugemacht wird. Das ist aus einem Interview mit einer Frau. Mhm. Also so unrealistisch kann es nicht sein. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du als Kind dich verhältst in solchen Momenten. Du kannst dich abwenden von dem, der Aggressor ist. Soweit ich es verstanden habe, passiert es eher bei älteren Kindern und bei Jungs. Oder du kannst im Sinne der Versorgungssicherheit als relativ kleines Kind einfach instinktiv zu dem rüberdriften, der dafür sorgen wird, dass du was zu essen kriegst, dass du was zu trinken kriegst, dass es weitergeht. Oder aber zu beschwichtigen, also den Aggressor zu beschwichtigen, indem sich das Kind dann wohl, also sehr, sehr freundlich verhält. Dem Aggressor gegenüber will das Kind den Aggressor beschwichtigen. Genau. Aber wir haben ganz, ganz viel Bildmaterial im Laufe der Jahre gesammelt, also Bilder, die Kinder gemalt haben. Und dann, da haben die auch diese Szenen gemalt, die sie erlebt haben. Und da ist ganz viel Angst. Ja, aber das sieht man ja auch, dieses Kind hat ja ganz viel Angst. Wenn die da auf dem Bett sitzt. Und das kam für mich nicht so okay. Deutlich rüber. Also, aber ansonsten. Dann hat das nicht geklappt, was ich versucht habe. Aber nur noch mal, um es zu sagen, also das war ein großer, ich hatte sehr viel Angst davor, das falsch darzustellen. Deshalb habe ich mit sehr vielen Frauen geredet, wo auch sehr viele Frauenhäuser geholfen haben, dass da Kontakte zustande kamen, weil es auch für die Frauen natürlich nicht so einfach ist, darüber zu sprechen und dann ein Vertrauensverhältnis zu haben. Und gerade die Momente der direkten Aggression sind sehr genau aus Gesprächen gekommen, sind natürlich dann sozusagen montiert. Aber zum Beispiel dieser Moment mit dem Türaufbrechen und auch das in der Küche, dieser Moment, wo er immer sie schlägt und brüllt, du bist doch die Basis meiner Logistik, das ist tatsächlich wörtlich aus einem Interview von einer Frau, die tatsächlich mit einem Polizisten verheiratet war, der dann genau das gemacht hat, der die Tür aufgebrochen hat, weil er wusste, wie man einfach diese Schlösser aufbricht, weil es einfach Teil seines Trainings ist. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich zum Abschluss noch mal kurz auf die Lieder zu sprechen kommen. Darüber haben wir noch nichts gesagt. Das sind ja auch Szenen, also von denen es eine ganze Reihe gibt, mit denen man sozusagen aus der Handlung selbst heraustritt und die dann trotzdem für die Charakteristik, also Charakterisierung der Figur eine große Rolle spielen, so nach meiner Wahrnehmung. Also seltsamerweise Uwes Lied über den kleinen Fisch, der Angst hat im Meer, das ist das einzige Mal, wo man sozusagen hinter seine Rüstung schauen kann, oder? Habe ich das überinterpretiert?
Ich glaube auch, dass man hinter seine Rüstung schauen kann, wenn die da mit dem Seifenblasen spielen. Ich glaube schon, dass man öfters hinter seine Okay. Rüstung schauen kann. Aber also das war mir einfach klar. Ich wollte haben, dass da Lieder gesungen werden, weil es für mich so ein Teil dieses Liebestransfers ist und auch, weil ich dachte, das ist so ein extrem intimer Moment. Also vor einer Kamera zu singen ist wirklich schwierig. Also das ist viel schwieriger, als vor einer Kamera zu sprechen oder so. Und ich wollte, dass da Momente entstehen, die aus der Geschichte rausspringen, aber wo jemand extrem sichtbar wird. Und es ist nicht so gedreht, dass ich jetzt vorher die Lieder festgelegt habe, sondern es ist eigentlich so gedreht, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, zum Beispiel in diesem Polizeiauto-Moment, das war, glaube ich, nachdem wir die Szene gedreht haben mit dem Eis, wo das Eis runterfällt von den Mädchen, dann waren wir da in dem Wald und irgendwas war an dem Polizeiauto kaputt gegangen, deshalb konnten wir sowieso nicht das weiterdrehen, was wir wollten, wo ich dann die Kamera aufstelle und sage, so, jetzt ist es soweit, jetzt musst du dieses Lied singen. Und in dem Moment entscheidet er sich dann auch überhaupt für ein Lied, weil er gar nicht darauf vorbereitet war, dass ich in dem Moment sagen würde, jetzt sing mal ein Lied. Er wusste schon, es würde irgendwann kommen. Und auch die Christine, die Alex, die fängt dann halt an, dieses Fliegerlied zu singen und merkt, sie kann den Text gar nicht. Und hatte vorher mir noch gesagt, so, ich soll dann aber, wenn sie den Text nicht kann, soll ich abbrechen und soll ihr helfen mit dem Text. Und so, wo ich sage, nee, überhaupt nicht. Wir schalten jetzt die Kamera an und dann singst du. Und was immer passiert, passiert halt. Und das ist toll, wie sie dann in diese Traurigkeit rutscht, weil sie den Text nicht weiß. Und dann fällt ihr zum Glück dieses letzte Wort ein. Und auch dieses Dornröschenlied am Schluss mit den Dreien. Ich setze sie einfach dahin und sage, okay, wir singen jetzt ein Lied. Und dann drucksen sie so rum und dann dauert es eine Weile, bis sie sich einigen, welches Lied sie überhaupt einigermaßen können. Und auch dieser tolle Moment, wo das Kind so im Boden versinkt quasi, weil die Eltern einfach was singen, was komplett nicht in dem Lied vorkommt. Ja? Also mit diesem. Aber das entsteht halt einfach so. Solche Sachen kann man nur einmal drehen. Das ist sehr wichtig. Ja, dafür, dass die Schauspieler das selbst ausgewählt haben, finde ich, dass die Lieder sozusagen so auf dem Punkt. Es war extrem teuer, dieses Fliegerlied. Da dachten wir, das wäre so ein Lied, was einfach so ein Volkslied ist vom Kindergarten. Ich habe nicht gewusst, dass das so ein Volksfeste und Oktoberfest-Hit ist. Dann mussten wir die Rechte dran kaufen. Die haben wir zum Glück sehr billig bekommen, aber es war trotzdem auf keinen Fall umsonst. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dieses Fliegerlied so ein Mega-Hit ist. Ja? Und es ist das Lied, mit dem das Kind stirbt in der Badewanne. Das ist ja das letzte Lied. Genau, das ist wieder das Fliegerlied. Ja, und ist auch nochmal für mich ein Element, was das schwarze Märchen, was dieser Film eben auch ist, unterstreicht. Genau wie das Dornröschenlied und das Lied von dem kleinen Fisch. Ich habe gesagt, wir wollen am Schluss ein bisschen über den deutschen Film noch sprechen. Ich habe am Anfang erwähnt, du hast einen. Ganz kurz vorher noch was, Ja. weil eine Sache ist natürlich wichtig, also es gibt jetzt relativ wenig Leute, die fragen, aber eine Sache ist natürlich klar, was immer wir hier vorne erzählen, hat nichts mit ihrer Wahrnehmung des Films zu tun. Denn Werk, sobald das Werk fertig ist, gehört ja einfach dem Publikum. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht gesehen haben, dass das Kind Angst hat, dann haben Sie damit recht. Jedes Werk wird von dem Publikum so wahrgenommen, wie es halt wahrgenommen wird. Was ich als Intention dazu habe, hat überhaupt keinerlei Bedeutung, ehrlich gesagt. Ich habe noch eine Frage und zwar zu der Figurenkonstellation. Sind die Ihrer Meinung nach beide gleich stark oder gleich schwach? Oder weil ich erinnere an eine Szene, wo die dieses Armdrücken gemacht haben. Und da sah man ja eigentlich, dass die Frau, also wenn ich das richtig gesehen habe, dass sie ja den Mann eigentlich besiegt hat in 2 Szenen. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist sie dann im Verlauf der Beziehung eigentlich so hilflos und kann nicht auch mal sich so wehren? Das Sie meinen jetzt physisch gleich stark. Naja, physisch ist er natürlich schon stärker. Also das ist eher so ein merkwürdiges Spiel zwischen den beiden, dass er sie gewinnen lässt, glaube ich. Einmal hat er, also sie gewinnt zweimal. Das erste Mal lässt er sie, glaube ich, gewinnen. Das zweite Mal erwischt sie ihn so mit dem Überraschungseffekt, weil er einfach noch nicht darauf vorbereitet ist, dass es losgeht, dass sie ihn einfach wegpustet. Das ist ja auch realistisch so. Also wenn du Armdrücken machst und du bist einfach abgelenkt, weil der andere dich, keine Ahnung, gerade anstrahlt, sie strahlt ihn da gerade an und zack, haut sie ihn weg. Ja, sie ist einfach schneller als seine Reaktionszeit. So, aber er ist natürlich physisch stärker.
psychisch ist sie mit Sicherheit stärker. Also das ist ganz klar. Sie ist der stärkere Mensch. Deshalb, ich glaube nicht, dass das ist auch ein Ergebnis dieser Recherchen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der gewalttätig ist in Beziehungen, ein starker Mensch ist. Das ist nicht so. Und natürlich wird sie dann immer mehr geschwächt und zerstört, aber er wird dadurch nicht ein stärkerer Mensch. Er wird ja auch ganz aufgelöst. Jeder, der Gewalt ausübt, greift ja damit fundamental seine eigene Charakterstruktur an. Aber physisch ist er, glaube ich, schon stärker. Doch, noch eine Frage. Also gerade, dass er Polizist war, ja auch Gewalt erlebt hat. Also er stand dann da an diesem Unfallort und da lagen Leichen verdreht und er hat die fotografiert, also fast, ich würde sagen, emotionslos wirkte er. Ja. Dieser Beruf, in dem er ja sehr oft mit Gewalt konfrontiert ist, sicher nicht der Grund ist, warum er gewalttätig wird, aber dass Gewalt zum Beispiel am Arbeitsplatz bestimmt auch etwas macht mit diesem Menschen. Ja, wobei ich nicht glaube, dass er... Das ist nicht der Grund für seine Gewalttätigkeit, aber muss ja einen Grund geben, weshalb er an diesem Ort gezeigt wird, also an diesem Unfallort. Er läuft dann mit der Kamera rum und fotografiert im Grunde genommen die Toten da. Da haben Sie sich ja sicher was bei gedacht. Naja, ich denke mir ja beim Arbeiten ehrlich gesagt immer ganz wenig. deshalb bin ich ja selber überrascht, wenn dann tatsächlich auf dem Pyjama genau die Tiere drauf sind, die ich gefilmt habe. Das wird mir wirklich erst dann später klar. Ich hatte die Szene genommen, weil in den Recherchen mit der Polizei auf dem Land, da in Borken, war ich ein paar Tage lang mitgefahren. Das war immer wirklich eindrucksvoll, was die mir für Geschichten erzählt haben von sozusagen Ohnmachtserlebnissen. Und ich wollte diese Szene machen. Also gut, das ist auch dramaturgisch. Du hast natürlich schon so einen bestimmten Druck, wenn du sagst, diese Figur ist Polizist und du zeigst nicht irgendwann was auch nochmal irgendwie so eine bestimmte filmische Größe hat, dann bist du als Zuschauer einfach enttäuscht, ja, weil jeder Tatort dir Polizisten in großartigen Verfolgungsjagden zeigt und so. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, okay, wir drehen es jetzt mal dramaturgisch um und machen den ganzen Anfang sehr spannend mit Hubschrauber und allem, bis dann einfach die Arbeit des Polizisten kommt und die ist halt komplett aus der Zeit gefallen. Alles ist eilig, bis er anfängt zu arbeiten. Wer dann noch da ist, hat Zeit. Er hat Zeit, die Feuerwehrleute haben Zeit und die anderen Leute sind tot, die haben auch Zeit. Und ich habe es aber drin gelassen, genau wie Sie sagen, in dem Film, ich hatte auch überlegt, zwischendurch es rauszunehmen, ich habe es drin gelassen, weil ich da das Gefühl hatte, da taucht das erste Mal der Tod auf. Und kurz darauf ist ja auch der Moment, wo das Zimmer des alten Manns gezeigt wird als leeres Zimmer, wo du auch die Assoziation haben kannst, der alte Mann ist jetzt gestorben und langsam nähert man sich sozusagen dieser Zone des Todes. Aber es ist nicht so, dass ich glaube, dass er gewalttätig ist wegen dem Beruf als Polizist. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass dieser Beruf einen abstumpft oder so. Das glaube ich nicht. Aber es war, da kommt der Tod näher. Als einfache Tatsache, als ganz faktisches Geschehen. Aber auch die Ausstattung des Films war gewalttätig, fand ich. Also diese Wohnung in diesem Kaff, das war schon sehr schrecklich. Naja, Sie arbeiten in dem Feld. Zum Beispiel ich habe mir mehrere Wohnungen angeschaut von Beziehungen, die sehr gewalttätig sind. Was auffällig ist, ist ja, dass in diesen Beziehungen es keine eigenen Rückzugsräume der Leute gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber das ist das Charakteristische für mich gewesen an dieser Architektur. Einerseits dieses puppenhausartige Bedrückte, andererseits, es ist alles da, es ist eigentlich genug Platz da, aber der Platz ist so aufgeteilt, dass niemand sich jemals zurückziehen kann. Und das war, was ich gesehen habe in allen Häusern oder Wohnungen, wo ich war, wo gewalttätige Beziehungen waren. Die hatten zum Teil richtig viel Platz und haben es aus irgendwelchen Gründen so aufgeteilt, dass kein Mensch die Chance hatte, einfach mal eine Tür hinter sich zuzuknallen und zu sagen, mir reicht's. Ja, wollen wir es jetzt abschließen und nochmal zum Abschluss auf den deutschen
Film kommen. Urs, du guckst, bist ja auf dem Sprung, nee, genau, sozusagen eine Frage zu diesem Thema zu stellen. Die Frage wäre zum deutschen Film gewesen, insofern passt. Ja, bitte. Ja, genau, das ist, die Reihe heißt ja, was tut sich im deutschen Film? Und sie haben ja auch durchaus eine Sonderstellung, würde ich jetzt mal so sagen. Dadurch, dass sie so vieles auch selber machen. Sie sind ja auch ihr eigener Produzent, sie schreiben selbst, sie haben manchmal auch Kamera selbst gemacht. Immer, ja. Oder immer. Also, in den neuen Filmen, ja. Und ja, wie ist Ihr Blick darauf? War das irgendwann eine bewusste Reaktion, dass Sie gesagt haben, ich will mit diesem Business, so wie es im Moment im deutschen Film vorherrscht, nichts zu tun haben eventuell? Oder können Sie das beschreiben, wie dieser Prozess war, sich dann als Philipp Gröning als Marke auch zu etablieren inzwischen? Ja, ich habe mich ja nicht als Marke etabliert. Das haben ja eher andere gemacht. Nee, ich bin ja auch in diesem Business drin, sieht man ja am Abspann. Also da haben ja viele Leute mitgearbeitet, da haben ja auch viele Leute ihr Geld reingegeben. Es ist ja nicht so, dass ich da außerhalb wäre. Die Entscheidung selber Kamera zu machen, die kam einfach davon, dass ich so arbeite, dass ich das schwer vorbereiten kann, was ich wirklich will an Bildern. Und deshalb ist es dann so kompliziert, einem Kameramann zu erklären, was ich für ein Bild will. Mhm. In der Zeit kann ich es selber schneller machen. Produzieren tue ich selber immer schon, das hat sich so ergeben, schon in der Hochschule. Ein Teil davon ist, dass ich glaube, dass ich so viele Risiken eingehe beim Drehen, zum Beispiel die Sache mit einem Kind ohne Drehbuch und so. Die Risiken will ich einfach niemandem anders zumuten, die trage ich lieber selber. Außerdem ist es ganz gut als Disziplinierung, weil du dann einfach als Regisseur auch weißt, okay, wenn ich jetzt hier sage, ich muss diese Szene nochmal 3 Tage drehen, dann kostet es so und so viel und das Geld musst du irgendwie bezahlen. Das muss nicht jemand anders bezahlen. Die Sonderstellung, die ich habe, ist vielleicht eher andersrum, dass ich dadurch, dass ich selber produziere und die Drehbücher entwickle, wobei ich da auch immer Co-Autoren habe. Hier ist ja Carola Diekmann eine Co-Autorin, beim neuen Film ist Sabine Timoteo teilweise Co-Autorin gewesen, bei dem L'Amour war Michael Busch Co-Autor. Aber ich, dadurch, dass ich es selber entwickle und mache, brauche ich einerseits länger und andererseits kann ich, glaube ich, radikalere Formen auswählen. Und das tue ich sicherlich. Ich habe einfach immer schon versucht, was zu machen, wo Form und Inhalt wirklich ganz, ganz kohärent werden miteinander. Zum Beispiel diese Kapitelstruktur hier. Im Nachhinein gibt es sehr viele Leute, jetzt läuft der Film gerade in Holland oder so, gibt es sehr viele Kritiker, die darüber schreiben, dass diese Fragmentierung in Kapitel tatsächlich der Fragmentierung der Wahrnehmung von traumatisierten Personen entspricht. Wäre ich nie drauf gekommen, scheint aber was dran zu sein. Und diese Suche nach einer Übereinstimmung von Form und Inhalt, weil ich glaube, dass die Form eigentlich der wirkliche Inhalt von der Erzählung ist, die führt dann natürlich dazu, dass ich selber dann die Kamera machen sollte oder den Schnitt machen sollte und dass ich das nicht so rausgeben kann. Das Filmbusiness im Moment in Deutschland, da halte ich mich gar nicht so von fern, aber es ist natürlich auffällig, dass die deutschen Filme formal extrem wenig innovativ sind. Also wenn man sich anschaut, was auf Festivals läuft, und das werde ich mir ja bald anschauen können, weil ich in der Wettbewerbsjury bin in Venedig dieses Jahr. Das ist schon auffällig, wenn du dann siehst, die Deutschen, die erzählen irgendwie so brav ihre Geschichten und du denkst so, sag mal, glauben die eigentlich noch daran, dass es so geht, während alle anderen Leute es schon ja viel weitere Formen entwickelt haben? Und das finde ich frustrierend. Ich habe vorhin angesetzt, mach's nochmal, du hast diesen Preis bekommen in Venedig und ich habe dich auch erlebt, ehe der Film startete, warst du sehr zuversichtlich. Der Film ist im Kino in Deutschland gescheitert. Ja, kann man nicht anders sagen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie es mit der Filmkultur hier in Deutschland bestellt ist, nämlich dass die Neugier auf einen Film von Philipp Gröning, der in Venedig einen wichtigen Preis gewonnen hat, so gering ist, dass das Publikum nicht kommt. Das ist, glaube ich, komplizierter. Also der hatte ja sehr gute Kritiken und ich wurde immer wieder angerufen oder wir wurden angemeldet von Leuten, die sagen, super tolle Kritiken, wann läuft denn der? Es ist ein bisschen auch, dass der Verleih tatsächlich so wenig Werbung gemacht hat, dass die Leute selbst in Städten, wo der Film lief, gar nicht mitbekommen haben, dass der Film lief. Also es ist auch ein Problem dabei. Dann ist der Film sicherlich extrem sperrig.
In Venedig wurde der aufgenommen von einem sehr großen Publikum, sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, also die waren sehr, sehr tief berührt und da hatte man natürlich das Gefühl, dass der wirklich im Kinopublikum mobilisieren kann. Deshalb wurde der auch in viele europäische Länder sehr schnell verkauft. Das habe ich vielleicht überschätzt, wie stark der Film dann auch einen zwar reinzieht, aber natürlich, man wird nicht unbedingt danach alle Freunde anrufen und sagen, du musst dir das unbedingt angucken. Das habe ich falsch eingeschätzt. Trotzdem, der Film läuft ja jetzt, lief ja schon in Italien eine Weile im Kino, läuft jetzt in Holland seit, ich glaube, 4 Wochen, hat jetzt in Holland schon viel mehr Zuschauer als in Deutschland jemals hatte. Kommt jetzt bald in England und Irland raus, kommt in Polen raus jetzt. Und vielleicht, also zumindest in Holland, hat er sofort mal einfach das weit Ja, übertroffen. ich denke auch, ja, ich denke halt drüber nach, über die Filmkultur in Deutschland, wie die sich ausprägt, auch dadurch, dass das Publikum bestimmte Vorlieben entwickelt hat, dass es bestimmte Dinge meidet, dass es bestimmte Erwartungen hat und so weiter und so weiter. Und da ist, das korrespondiert mit dem, was du sagst, der Innovationsscheu des deutschen Films. Denn die innovativen Regisseure, ein anderer, der mit dir gestartet ist, ist ein Berlinale Gewinner gewesen, Kreuzweg von Dietrich Brüggemann. Der hat auch nicht so geringe Zuschauerzahlen, aber auch doch ganz wenige, also vergleichsweise wenige Zuschauer dann gehabt. Ich denke oft darüber nach, warum das deutsche Publikum keine Neugier gewissermaßen mehr hat. Wie hat man dem deutschen Publikum die Neugier abgewöhnt? Was ein seltsames Phänomen ist. Also es ist eigentlich relativ einfach. Das Kino hat halt aus einem wirklichen Diskurs sich komplett verabschiedet. Also weiß nicht, wann jemand von Ihnen das letzte Mal erlebt hat, dass in der Kneipe an einem Nachbartisch Leute sich wirklich leidenschaftlich über einen Film streiten oder so. Habe ich sehr lange nicht mehr erlebt. Das ist aber ein objektives Zeichen von der Bedeutung, von der kulturellen Bedeutung eines Mediums. Also ich höre, wie Leute sich über Operninszenierungen streiten, über Theater, über Sport, über alles Mögliche, aber nicht über Kino. Das ist in anderen Ländern anders. Ich weiß zu wenig über den deutschen Film, auch zu wenig über andere Filmkulturen, um dazu erklären, warum das so ist. Aber eine Sache ist natürlich schon, in einem Land, wo es gibt ja überall auf der Welt Fernsehen, der deutsche Film unterscheidet sich aber von der reinen Bildebene zum Beispiel. Ganz oft so wenig von einem Fernsehfilm, dass ich auch nicht genau wüsste, warum ich unbedingt ins Kino gehen sollte, um den anzugucken. Und das Zweite ist, dass natürlich durch diese, sagen wir mal, auch relativ brave Dramaturgie immer und so, dass du im Kino was ganz anderes erlebst als im Fernsehen. Also, dass du im Kino einen wirklichen Erfahrungsraum aufgemacht kriegst. Und Kino ist ja durch diese Definition Dunkelheit, Stille als Anfang, ist eine Einladung zu einem Erfahrungsraum. Das wird sehr wenig genutzt. Und dann ist es halt so, wenn diese Möglichkeit konsequent über viele, viele Jahre nicht genutzt wird, dann vergisst das Publikum, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt auch eine gute Seite. Also ich habe im Abspann gesehen, du hast von eigentlich allen Instanzen, die hier in Deutschland Filme fördern, auch Finanzierung erhalten. Also inklusive Fernsehen übrigens Ja, klar. natürlich, ja. Also Arte und Bayerischer Rundfunk war es, glaube ich. Also man kann nicht sagen, dass sich die für die Filmkultur verantwortlichen Fördereinrichtungen oder eben die Fernsehanstalten drücken vor der Finanzierung eines Röning-Films. Das tun sie Gar nicht. durchaus nicht. Im Gegenteil, das ist ja eher so, dass die Förderer sich fragen, warum erreichen wir mit so viel Geld so wenig? Also die Finanzierungsstruktur in Deutschland ist ja wirklich gut. Es gibt genug Geld, es gibt in den Gremien Leute, die wirklich klug sind, es gibt bei den Fernsehanstalten Leute, die klug sind. Also dieser Film zum Beispiel ist ja wirklich unglaublich. Der ist ja dadurch finanziert worden, dass ich gesagt habe, der Bettina Reitz vom Bayerischen Rundfunk und der Cornelia Ackers, ich möchte einfach euch 20 Minuten treffen und dann erzähle ich euch die Geschichte. Und die haben gesagt, schick uns bitte ein Exposé oder so, wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht.
ich möchte, dass wir einen Termin haben zu dritt. Ich erzähle euch die Geschichte, dauert eine halbe Stunde. Danach könnt ihr entscheiden, was ihr dafür geben wollt und ob ihr was dafür geben wollt oder nicht. So, haben wir uns getroffen, haben eine halbe Stunde geredet. Danach hat Bettina Reitz irgendwie so kleine Zettelchen rausgeholt, hat dann irgendwie so rumgekruscht und hat dann gesagt, okay, diese Summe können wir dir geben. So, das funktioniert, also das geht. Unglaublicherweise. Deshalb diese ganzen Gerüchte, dass man 23 Drehbuchfassungen schreiben muss, um die Finanzierung zu kriegen, ist einfach Unsinn. Stimmt nicht. Aber es gibt halt eine Scheu auf der Seite der Regisseure und der Produzenten, aber vielleicht inzwischen sogar noch mehr der Regisseure als der Produzenten, die irgendwie das Gefühl haben, dass das alles nicht geht. Also so ein self-fulfilling prophecy. Die haben alle dann gehört von Leuten, die haben dann nochmal eine Fassung geschrieben und nochmal eine Fassung. Und natürlich gibt es das auch irgendwann, natürlich gibt es das auch, dass Leute kommen und sagen, ja, wir machen damit, wenn Folgendes nicht in dem Drehbuch drin ist. Und auf jeden Fall haben die so eine Schere dann im Kopf, dass sie das Gefühl haben, man muss das alles so ganz, ganz brav machen. Während ich kenne ja ganz gut die Leute auch von der Fernsehseite oder auch von der Förderungsseite, die dann wirklich teilweise dastehen und sagen, wir würden ja wahnsinnig gerne mal irgendwelche interessanten Stoffe haben, aber wir kriegen immer nur dieses Zeug, was irgendwie so ziemlich einheitlich ist, und wir warten auf die anderen Sachen. Also ehrlich gesagt ist die Misere in den Köpfen der Produzenten und Regisseure. Ja, das ist vielleicht noch am ehesten was ändern. Ja, das können die ja nur selber machen. Also. Ja. Und natürlich gibt es auch umgekehrte Momente, also es gibt bestimmte objektive Probleme. Es gibt ein objektives Problem, dass zum Beispiel das ZDF als Sender nur sich an Filmproduktionen, also Kinoproduktionen beteiligt, die, also das wird ja hoffentlich jetzt hier ins Web gestellt, was ich sage, die 8 Uhr tauglich sind. Ne? Da muss man einfach sagen, ich wünsche mir nicht, dass irgendwelche 8-jährigen Kinder irgendwelche Filme von mir sehen. Also die große Stille können sie sehen, da schlafen sie halt ein, aber ist nicht so schlimm. Aber ansonsten möchte ich auf keinen Fall, dass 8-jährige, 9-jährige Kinder meine Filme sehen. Wenn du aber fürs ZDF nicht 8 Uhr tauglich bist, wird das ZDF eine Kinokoproduktion mit dir nicht machen. Dadurch begrenzt sich automatisch, und das ZDF ist eine große Sendeanstalt, dadurch begrenzt sich automatisch das Spektrum dessen, wo die überhaupt beteiligt sein können. Das führt dazu, weil du ja, um eine Finanzierung zu schließen, einen bestimmten Fernsehanteil normalerweise haben musst, führt es dazu, dass die Regisseure und Produzenten sagen, okay, wenn wir das ZDF drin haben wollen, muss die Sache irgendwie um 8 Uhr gesendet werden können. Das heißt, es muss frei ab 12 sein, oder was? Frei ab 12, ja. Also ich möchte auch nicht, dass 12-jährige Kinder meine Filme angucken. Und das ist zum Beispiel ein richtig objektives Problem. So. Weil ab 12 dürfen sie ab 6 sehen, wenn die Eltern dabei sind. Gut, das ist ein objektives Problem, dass das ZDF so eine Politik fährt. Es ist ein objektives Problem, dass die Fernsehanstalten die einzigen sind, die bei der Herstellung eines Films ein Abnahmerecht haben. Die Fernsehanstalten, muss man sich einfach klar machen, die zahlen, keine Ahnung, 15% von einem Film, 10% von einem Film und sind die einzigen, die am Schluss sagen können, nimm diese Szene raus. Während die ganzen Förderer mit ihren 90% sich der Abnahme des Fernsehens anschließen. Das ist natürlich ein Skandal. Also das heißt, das Abnahmerecht des Fernsehens muss simpel abgeschafft werden. Anders geht's nicht. Anders wirst du nicht verhindern können, dass die Filme immer so brav aussehen. Ich habe zum Glück eine Redakteurin oder habe immer wieder Redakteure, die dann relativ mutig sagen, ja, das machen wir halt so. Und dann ist es halt nicht 8 Uhr tauglich. Gut, wussten wir ja schon vorher, dass es nicht 8 Uhr tauglich wird. Also bei so einem Film jetzt, den Sie gerade gesehen haben, dazu sagen, das sollen jetzt irgendwelche Kinder ab 6 in Begleitung ihrer Eltern anzuschauen, das wäre vollkommen unverantwortlich. Aber das passiert halt, dass da die Fernsehanstalten, die eigentlich, glaube ich, wirklich, wirklich viele tolle Redakteure haben, die sehr weit nach vorne denken und tolle Sachen machen wollen, auf einem strukturellen Niveau dann wiederum sich so ein paar Fallen gebaut haben und da auch nicht richtig rauskommen. Ja, dann brauchen wir sozusagen mutigere Fernsehleute und ein neugierigeres Publikum. Und vor allen Dingen Regisseure und Produzenten, die an ihre Sache wirklich glauben und nicht sozusagen schon vorher einknicken, bevor überhaupt jemand mit ihnen geredet hat. Das ist ja wirklich irre. Ich unterrichte ja an Filmhochschulen, da hast du ja immer das Ding, da kommen die dann und sagen, ja, wir wollen jetzt unseren Abschlussfilm machen in Ludwigsburg. Hier, liest es mal, auf was muss ich denn achten, damit das Fernsehen, was muss ich denn ändern, damit das Fernsehen mitmacht? Wo du denkst, was ist das jetzt für eine Frage?
als erstes musst du es ja mal hinschicken, oder? Bevor du was änderst. Gut. Ich denke, das war auch ein guter Schlusspunkt, eine Aufforderung an die jungen Filmemacher. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die tollen Einblicke, Philipp Gröning, und den tollen Film natürlich. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.